Da haben sie uns jahrelang erzählt, ohne private Vorsorge geht es nicht. Also Versicherungen wie Riester, Rürup und wie sie sonst alle heißen. Durch die Niedrigzinsphase gibt es aber meist weniger als erwartet. Und nun merken wir, da kommt unterm Strich zu wenig zusammen. Und jetzt kommt auf einmal ein Ladenhüter um die Ecke, der mit lukrativen Renditen lockt. Es ist das Comeback der gesetzlichen Rente. Wie man die geschickt für die Altersvorsorge nutzen kann, schauen Sie mal. 3%, ja 3% Zinsen fürs Geld. Wo gibt's die denn momentan? Auf dem Sparbuch? Mit einer Lebensversicherung? Oder gar der gesetzlichen Rente? Gesetzliche Rente ganz sicher nicht. Zur Zeit anlegen. Ja, wenn Sie jetzt Geld anlegen. Sparbuch mit Sicherheit nicht. Neue Lebensversicherung bringt's auch nicht, aber eine gesetzliche Rente. Gesetzliche Rente auch nicht. Ich sag jetzt mal das. Die gesetzliche Rente, die zurzeit 3% bringt. Überrascht? Oh, überrascht. Warum? Überrascht? Ja, scheint uns so stark. Bei dem bin ich immer überrascht. Keiner kommt auf die Idee. Eher schon Werner Siepe, der Finanzmathematiker, kann rechnen. Es hat sicherlich Zeiten gegeben, ich würde sagen, bis zum Ausbruch der Finanzkrise, wo tatsächlich eine private, kapitalgedeckte Rente der gesetzlichen Rente überlegen war, nur ist es jetzt nicht mehr. Dass die staatliche Rentenversicherung derzeit im Vergleich mit privaten Altersvorsorgeprodukten so attraktiv ist, liegt vor allem an der Niedrigzinspolitik der EZB, der hohen Beschäftigung im Land, den gestiegenen Löhnen und an den niedrigsten Rentenversicherungsbeiträgen seit 25 Jahren. Eine starke gesetzliche Rente ist für ihn hier keine Überraschung. Norbert Blüm, man sollte Menschen nicht auf einen Satz reduzieren. So mitschreiben, die Rente ist sicher. Aber das klingt bis heute nach und momentan besonders gut. Die Arbeit als Grundlage ist immer noch sicherer als die Alterssicherung dem Trubel der Finanzwirtschaft auszusetzen. Und ein Blick in die letzten 100 Jahre der Alterssicherung zeigt ja, wie auf der langen Strecke die Rentenversicherung immer gut abschneidet. Mit der gesetzlichen Rente jetzt mehr rausholen. Es gibt die Möglichkeit. Wer vorzeitig in Rente gehen will mit 63, der kann die entstehenden Abschläge ausgleichen. Mit freiwilligen Einzahlungen. Das gilt für alle ab 55. Wie attraktiv das ist, wird total unterschätzt. Im Moment sieht es so aus, gerade für die Älteren, die ja dürfen, die Arbeitnehmer ab 55, dass die gesetzliche Rente die anderen privaten Renten in der Tat schlägt, was man auch rechnerisch sehr einfach beweisen kann. Die Annahmen. Ein heute 55-Jähriger legt die nächsten 12 Jahre jeden Monat gut 200 Euro beiseite. In der Summe 30.000 Euro. Die gesetzliche Rente brächte ab Rentenbeginn mit 67 126 Euro pro Monat. Eine vergleichbare Rentenversicherung beim besten privaten Anbieter bringt 95 Euro. Und auch die Rürup-Rente, staatlich gefördertes Produkt, kommt hier nur auf 95 Euro. Die gesetzliche Rentenversicherung lohnt sich zur zusätzlichen Altersvorsorge. Jahrelang hat man auch ihm das Gegenteil erzählt. Michael Schantak, 58, Verlagsangestellter aus Heidelberg. Ich bin jetzt 58 Jahre alt, meine Kinder sind aus dem Haus und ich habe vor kurzem eine Kapitallebensversicherung ausgezahlt bekommen, die ich jetzt für meine Altersvorsorge einsetzen möchte, weil ich mit 63 in Rente gehen will. Sein eigentlicher Rentenbeginn wäre mit 66, dann bekommt er 1.777 Euro. Er möchte aber schon mit 63 aufhören, blieben 1.591 Euro, ein Rentenabschlag von 186 Euro jeden Monat. Michael Schantak gehört zu denjenigen, die mit freiwilligen Einzahlungen in die gesetzliche Rentenversicherung Rentenabschläge ausgleichen dürfen. Wissen das auch die, bei denen er um Rat fragt? Er vereinbart Termine bei Honorarberatern, nicht bei Versicherungsvertretern, sondern bei unabhängigen Honorarberatern. Werden die ihm freiwillige Beiträge empfehlen? Unsere Stichprobe. Mit versteckter Kamera zeigen wir Versicherungsexperte und Verbraucherschützer Axel Kleinlein. Ich muss Ihnen davon abraten. Die Rentenversicherung hat doch ein Demografieproblem. Wäre es denn bei mir sinnvoll, den Abschlag durch zusätzliche Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung auszugleichen? Das geht doch. Nein, das ist nicht möglich. Und wenn schon, das macht doch niemand. Das will keiner und das bringt auch nichts.
das hier so rundweg abzulehnen, ist nicht der richtige Ansatz. Im Gegenteil, da müsste man wirklich auch überlegen, ob hier nicht womöglich sogar eine Falschberatung vorliegen könnte. Ja, diese Möglichkeit gibt es, kann ich aber nicht empfehlen. Der Betrag ist weg und bringt keine Zinsen. Haben Sie schon mal an gebrauchte Photovoltaikanlagen gedacht? Die jährliche Rendite liegt da bei 5-7%. Das ist schon überraschend, wenn hier auf einmal statt einer Einzahlung die gesetzliche Rentenversicherung die Photovoltaikanlage hier empfohlen wird. Das geht natürlich an vielen Beratungszielen vorbei. 6 Honorarberater hat unser Lockvogel besucht. Nur ein einziger sprach von sich aus die gesetzliche Rente als Anlagealternative an, nannte das aber gleich exotisch. Die Finanzindustrie, die Versicherungsunternehmen, die Banken und auch Fondsgesellschaften haben hier offensichtlich gute Arbeit geleistet, den Ruf der gesetzlichen Rentenversicherung zu diskreditieren. Und so, dass wir einfach aus dem Blick verloren haben, dass das eigentlich eine gute Anlage ist. Die gesetzliche Rente, eine gute Anlage. Ginge es nach der rentenpolitischen Arbeitsgruppe der Großen Koalition, dann könnten schon ab Sommer noch viel mehr Bürger profitieren. Der Vorschlag, die Altersgrenze der Berechtigten soll von 55 auf 50 Jahre gesenkt werden. Für Millionen gesetzlich Versicherte mehr Zeit zum Einzahlen. Mit ausgedacht hat sich das Peter Weiß. Der Rentenpolitiker hat mit dem Gesetzesvorschlag all diejenigen im Auge, die früher in Rente gehen wollen. Aber auch ohne neues Gesetz hat das Ganze einen Clou. Bedeutet auch, wenn ich gar nicht mit Abschlägen in Rente gehe, sondern bis zur Regelaltersgrenze, künftig bis 67 durcharbeite, dann habe ich das noch als zusätzliche Rente obendrauf. Ein Bombenangebot, das schon heute gilt. Doch kaum einer, gerade mal 800 Bürger, machen davon Gebrauch. Hat Norbert Blüm eine Erklärung? Das verstehe ich auch nicht. Wie ich mir überhaupt wünsche, dass die Rentenversicherung mehr von ihren Vertretern auch kämpferisch dargestellt wird, ihre Vorteile, das ist mir viel zu ängstlich und so zurückhaltend. Die müssen doch ihr Licht nicht unter den Scheffel stellen. Tun sie aber. Vor der Plus-Minus-Kamera wollte kein Vertreter der deutschen Rentenversicherung für sein Produkt werben.